Tja, ich habe kurz gehofft, ob du was sagst. Nee, ich so, wollte jetzt. Ja, was hallo zur Horde. Okay, ist in Ordnung. Ich dachte, ich warte kurz, ne? Wer ja, ja. Was sagt oder wer nichts sagt oder so. Und man weiß es ja nie so genau. Weiß man nicht, nee. Nee, das weiß man nicht. Ah, Besuch ist da. Ja, Besuch ist da. Hört ihr es? Nix mehr raus. Mal. Nix hier raus. Was kommt denn so an Horde jetzt? Ah, das war ein Goblin. Kommt von zwei Seiten. Da, wo die mechanischen Teile drin hinstellen, das. Ach, wieder nur so ein kleiner. Die sollen ja in die mechanischen Fallen gehen. Dafür sind sie da. Ja, tut's weh? Na, gefällt's euch? Ja, aber wieder nur die Dolche. Die können wir gleich scrappen, ne? Au! Ja, würde ich vorschlagen. Wieso krieg ich denn was? Ja, toll! Von hinten. Kommen die denn her? Kommen die denn her? Wie ist der denn hier raufgekommen? Jetzt das mal nicht mit Wut hier. Frag ich mich auch. Ich geh mal nach hinten und guck mir das mal an. Und, war da was oder nichts gesehen? Mm-mm. Tja, looten wir's. Jo. Ja, aber das kann es noch nicht gewesen sein. Da war ja letztes Mal schon mehr. Irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Ich glaube, die waren nur zufällig da. Die normalen Horden sind. Die normalen Horden sind immer deutlich schwieriger als. Aber wir hatten doch. Da hatten wir doch am Tag 7 mehr Goblins, ne? Als jetzt. Also nach den Sachen, die da die letzten Tage kamen, hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr erwartet als Goblins, oder? Vielleicht kommt ja noch was. Ich glaube auch, dass vielleicht die Blutmondhorde gar nicht unbedingt das Hauptaugenmerk dieser Mod ist. Das glaube ich. Langsam. Denke ich auch. Es kann ja durchaus sein, dass man sagt, nee, wie, weißt du, das ist ja eine Total Conversion, wie man so schön sagt. Ne? So eine komplette Überarbeitung des Spiels. Also, wir haben ja alle Grafiken mehr oder weniger verändert. Und dann kann es ja durchaus sein, dass man einen anderen Schwerpunkt setzt. Vielleicht kommen die am Tag. Ach, jetzt gerade sehe ich nichts. Mich auch nicht. Mach das bitte gleich nochmal bei den Feinden. Ja, ich habe sie knapp verfehlt, das tut mir leid. Könnt ihr ja nicht machen, ne? So teuer war das jetzt gar nicht, ne? Guck mal ganz kurz. Ich will mal was gucken. Eben. Welt, ich glaube, die funktionieren. Ja, die funktionieren. Ich wollte kurz gucken, wie viel Schaden sie machen. Die Blutung, den Blutungsschaden, den sie machen. Also ich dachte mir, ich habe das im Griff. Man könnte ja sehen, wie das Leben runtergeht. Dann bin ich rausgegangen und dann ging es nochmal rasant runter, das Leben. Weiter, sehr rasant. Ja, wieder 10 Wellness im Arsch, ne? Also. War jetzt eigentlich unnötig. Aber ich wollte es halt auch mal geguckt haben. Ich opfer mich für die gute Sache, genau. Mein Rucksack da draußen ist weg. Dann hast du dich für mehr als die gute Sache geopfert. Oder was? Da war es für die Wissenschaft. Guck mal, ob er nicht trotzdem Liegt. Ist ein paar Meter weiter hinten, ist der Lack. Ist in Ordnung, dann ist super. Da freue ich mich schon wieder auf das 7 Days to Charity Event. Da werden ja dann vielleicht wieder für jeden meiner Tode 5 € gespendet. Ich fand das eine super Sache. Also ganz ehrlich, ich meine, man möchte es ja nicht so oft umkommen da im PvP, ne? Aber wenn es dann passiert, dachte ich mir, jo, ist für einen guten Zweck. Also mir hat das ein gutes Gefühl vermittelt. Okay. Das ist eine Win-Win-Situation quasi, weißt du? Ja. So. Thank you.
Ich habe mich verklickt. Wie lange hält das an? Ah, es geht ja gleich wieder weg. Für den Mut des Testens, danke für die Bits. Tut euch Holzfallen, Piercing. Ja, also. Ja, komisch. Also, diese Horde war ja wirklich noch weniger als die andere. Ne? Wo macht man das? Kann jemand Pfeilspitzen aus Metall herstellen von euch? Brauchte man auch ein Buch für, ne? Also ich kann es nicht. Ich glaube ich auch nicht. Dann kann ich ja nochmal das Buch mit den Bögen kaufen, weil da war das nämlich mal nicht drin oder sowas. Oder Arrowhead wird es ja wohl geben, ne? Pfeilspitzen. Oder wo bauen wir die? Wo baut man die denn nochmal? Ich weiß nicht, ich habe eben oben mit dem Amboss da geguckt. Da ging es nicht. Ich schau mal oben. Moment, ich guck mal. Ich habe in dem Amboss geschaut, aber ich habe das Buch ja auch nicht gelesen. Sonst geh nochmal eben zum Händler, bevor der Restock hat. Das kann ich mal eben machen. Ich sehe leider auch nicht, nehmen. Ich hole das mal eben. Brauchst du schnell nichts los. Jona, danke für dein Host. Herzlichen Dank, herzlich willkommen. Ihr alle natürlich. Papa, na Mensch. Ihr habt gerade ganz knapp die Horde verfasst. Ihr werdet schon wieder Opfer. Die Horde, ja. In Klammer, die Horde. Es war wirklich, es war keine Horde. Die fünf Goblins habt ihr verpasst. Oder sechs. Und einen todesmutigen Live-Test unseres Backfallen. Also ist hier auch keine Eisenpfeile. Okay. Wollen wir hier gucken? Ja, wenn, dann kannst du sowieso nur die Pfeilspitzen herstellen, denke ich mir. Aber für die Pfeilspitzen sollte man eigentlich kein Buch brauchen, aber es ist ja der Mod, ne? Ich weiß es nicht. Was die hier reingemoddet haben. Ich such mal einen. Bows. So, dann können wir Iron Arrowhead, alles klar. Ja, dafür braucht man ein Buch. Und Crossbows. Ich nehme gleich beide mal mit, ne? Es gibt eine verzauberte Doppelaxt. Soll ich das Buch auch mal mit? Ja, unbedingt. Ja, alles mit. Na klar, nimm's mit. Ach du Scheiße. Wir fahren jetzt 3x600, ich habe jetzt immer noch 1700. Also ich habe nicht alles mitgenommen, nur einen Teil. Ne? So, ich komme mal zurück. Skills. Weaponsmithing. Ofen. Momentan. Muss immer eine Variale herstellen, ne? Die Arme. Ich überlege echt, ob ich auch im Weaponsmithing mal ein paar Punkte reinpacke oder nicht. Amari, hey, cool, dass du mal reinschaust. Das freut mich total. Hi. Bei der Hitze zocken. Ja, was dann? Logisch. Warst du schon ewig nicht mehr auf dem Kanal. Hi. Wir testen die Mittelalter-Mod. Naja, von Test kann er mittlerweile bei der langen Reihe an Folge schon gar nicht mehr so richtig die Rede sein, ne? Doch, das ist auch ein Test. Was machen die Tangen hier? Ich glaube, die braucht noch. Jo. Brauchen wir ja noch ein bisschen die Tangen.
Okay. Gut, 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 gut. Okay, ich hätte noch mal ein paar Bücher für dich. Ich pack dir die mal. Wo möchtest du denn hin haben? Ach, du bist doch. Wo bist du denn? Du bist hier draußen vor der Tür. Mit wem redest du dann? Mit mir? Ja, mit dir, ja. Du bist ja die Einzige, die Waffen kann. Ich bin hier hinten. Also jetzt quasi. Alter. Hm. Wo denn? Hinten? Ich bin jetzt einmal durchs Gebäude. Dann droppe ich sie dir hier, ist einfacher. Eins, zwei, drei Bücher. Dann bin ich wahrscheinlich unsichtbar, oder? Alles Waffen. Nö, das kann ich nicht sehen. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob die drei hier links, ob die verbuggt sind oder nicht, weil irgendwie kriege ich da keine Ernte raus. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt aus denen oder aus dem da hinten was rauskommt. Bitte mal kein Leder abernten, ich teste da gerade was. Mhm. Sind die kaputt? Angeschlagen oder so? Dann produzieren sie nichts. Werkfrei? Nee, die sind nicht das kaputt. Das Bohrbuch kann ich schon, das liegt hier. Das liegt. Ja, dann kannst du auch Iron Arrowheads herstellen. Wenn du das Bogenbuch schon kannst, irgendwo so. Aber dann kann ich das ja sonst lesen. Ich pack's dir in die Goldkiste oben rein. Okay. Das weißt nur du, weil du die Einzige bist, die das halt mal gelesen hat. Aber wo kann ich die alten Dinger herstellen? Das werden wir gleich sehen. Oh, das ist ja nicht zu glauben. So. Ganz normal im Anvil. So, wird dir auch sofort angezeigt, wenn du rangehst. Dunkel wie ein Bärenpopo hier. Okay, schau mal. Also, das ist eigentlich ganz easy. Einfach am Ende. Dann stelle ich mal welche her. Brauchst du nur ARR einzugeben. Dann. Ich krieg hier keine Whispers. Hat wir haben Whispers übrigens drum. Jetzt auch eine Werkzeugkiste, ne? Ja, jetzt nee, ich weiß nicht, Asak hat ja glaube ich von Pause überhaupt gar nichts gesagt. Andi ist Asak ja auch nicht der Typ für Pause irgendwie so. Ich Pause, was ist das? Ich hatte gefragt, ob du nicht Pause machen wolltest wegen der Mondfinsternis. Hä? Was ist denn Pause? Verstehe ich nicht. So. Also ich wollte wir haben es geklärt. Pause machen. Unter anderem eben wegen der Mondfinsternis, aber um 21:30 fängt das ja langsam erst an. Ja, kannst vergessen. Das kannst du auch um 22:20 dann. Heute 12-Stunden-Stream. Bei mir vielleicht, Frau Badiata. Das bringt ja richtig Fallspitzen. Wow. Nee, so viel machen wir nun auch nicht. Wieso haben wir hier nochmal mehrere Lagerfeuer? Wegen Quest oder was? Nein. Ich baue um. Ah. Da kommt das ganze Essen rein, ne? Ja. Oder? Also ich verstehe jetzt dieses Kistenprinzip hier oben nicht mehr, was Arne jetzt aufgebaut hat. Irgendwie so. Einmal reingucken, dann siehst du ja, schon. Die Kiste ist jetzt komplett leer. Was soll mir das sagen? Genau, hier hinten ist die Werkzeugkiste, genau hinter dir. Hier kommt die Kiste für das Verarbeiten von Materialien. Ja, wir können halt keine Schilder herstellen. Genau. Und wofür ist die hier? Die Kiste hier oben, neben der Werkbank. So. Kommen Sachen halt einfach rein, wenn du in der Werkbank keinen Platz mehr hast, dann kannst du sie reinpacken dort. Ja, das sind Werkzeug doch aber alle, so. Das sind doch die Hälfte der Sachen, sind doch die Sachen, die du jetzt in die andere Kiste gepackt hast. Nein, wieso? Alles zum Herstellen, für die Werkbank irgendwie so. Also die Schmelzsachen kommen hier links hin, neben der Schmelze. Eine von diesen Kisten ist komplett überflüssig. Genau. Ich hätte an der, also bei der Aufteilung hätte ich auch keine großen genommen irgendwie. Das sind große Kisten, ist da eigentlich eine komplette. Weil ich streame ja schon Spende, seit. Warum willst du den Sprungfedern einspielen? Oder Seile? Aber drei. Das ist jetzt der dritte Stream heute. Die Sprungfedern denn ein? Gar nicht. Es ging einfach darum, dass wir. Ja, aber die liegen da drin. Ja, das ist mir schon klar, dass die da drin liegen. Aber es ging mir jetzt einfach darum, dass alles an einem Platz ist, bevor ich alles wegsortiere. Ja, nee. Das bringt uns ja gar nichts. Ja, dann packst du in die andere Kiste. Oder schmeißt die Federn von hier auch weg. Wir brauchen hier. Wir brauchen mindestens 10 bis 15 Kisten
Und 10 zwar Uhr. So fein sortiert, dass die hier sauber alles, dass man die Sachen wiederfindet. Da bringen die ja zwei große Kisten, in denen dann die ganze Scheiße einfach so drin. Ich habe eine Stunde Pause gemacht zum Essen. Also für mich war es alles erstmal wichtiger, die Kisten außen also von 10 Uhr bis 21 Uhr. Wie du das machen willst. Aber jetzt haben wir genau denselben Chaos wie vorher. Also ich nehme mich der Sache gerne an und mache uns Kisten fertig. Und zwar ganz normale, ordinäre, kleine Kisten, die keine Riesenressourcen kosten. Ja, aber wenn und da dann stelle ich die auch so auf, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, was wo drin ist. Fertig. Gar kein Problem. Aber eine Riesenkiste, in der die Sachen also auch noch bunt drin gewürfelt sind, anstatt dass man hier irgendwie sagt, ich lege hier eine Reihe für viermal Sand und viermal Clay und viermal Kohle oder sowas aus. Wieso? Wie ja, kommst du jetzt auf viermal? Dass, wenn dann müsste ja, da jemand acht was nachhinein. Weil acht ein bisschen viel ist, deshalb erstmal vier. Ja, wie war? Also wenn, dann räumen Leute hier irgendwas rein, so. Ich bin auch ständig am Hin- und Herräumen. Ja, eben. Allein das ist schon eigentlich ein Fehler. Adrenostrum, hi. Du räumst ja nur hin und her, weil keiner weiß, wo die Sachen hier hin sollen, weil du nur große Kisten hier machst irgendwo. Das ist der Grund, warum jetzt eine Person immer hin und her rennt. Und das ist ja vom System her schon schlecht irgendwie. Weißt du? Wir brauchen also, eine Ayuta-Kiste. Für einen Liter Espresso zum Wachbleiben. Alles reingemüllt und einer muss hin und her rennen und Joachim, vielen lieben Dank. Danke für die Bits. Dann, mega. Dann mach du das Warcry. Dann sind 3133 in deiner Schatztruhe. Dankeschön. Ja, spiele mal, so ist das mal. So, erstmal mache ich den Raum hier praktischer, dass man hier überhaupt gescheit Kisten hinstellen kann. Erstmal nehmen wir die Fackel weg, bevor wir jetzt den Baum fällen. Habt ihr euch geeinigt mit euren Kisten? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten einfach nur mal irgendwie Kisten aufstellen, dass man Sachen wiederfindet und auch weiß, wo man was reinpacken darf. Und eine Riesenkiste, wo alles drin ist, war eigentlich halt für mich so richtig geeignet. Meinst du, Paternostrum? Meinst du? Die anderen funktionieren. Die anderen funktionieren. Wir werden gerade mal... Ja, damit... Dann kann mal gucken. Siehste, der geht. Du würdest die Mondfinster. Die gehen. Die gehen. Cool. Und die drei sind kaputt. Ah, das ist sehr cool. Dann fäll ich die jetzt. Kannst du das mit Spiegelteleskop streamen? Das wäre echt geil. Die Ledergestelle funktionieren nur im Freien, nicht im Haus. Okay, nee, ja. Drei funktionieren nicht. Aber wir haben hier zwei und da hinten einen, die funktionieren. Also ich werde jetzt Ledergestelle machen und... Vielleicht denken die aus irgendeinem Grund, dass sie draußen stehen, obwohl sie drinnen sind oder sowas. Kann sein. Wie heißen die Dinge eigentlich nochmal? Symmetrisch. Rex. Auch. Rex. Rex. Da haben wir. Ach, die brauchen nur... Ah, okay. So, das sieht zwar schick aus hier mit den Schrägen, ist aber total unpraktisch. So. Obwohl, nee, können wir da, das können wir eigentlich lassen. Ja, eigentlich muss das auch weg. Wir machen das da. Machen wir es da oben erstmal quadratisch. Ja, Müllkisten sind immer toll, aber es ist ja nichts in der Sache, dass das irgendwie Arne jetzt irgendwie die nächsten Wochen hier ausschließlich die Gegend rennt, irgendwie Sachen da hin und her schleppt von A nach B. Weil egal wo ich hingucke, ich sehe nur ausschließlich nur Kisten, wo. Ich weiß auch nirgendwo, wo was irgendwie reinkommt. Wir haben ja auch keine Kiste für. Hier Holz, hier Stein, hier Kohle oder sowas. Gibt es nicht eine Kiste für. Und das ist dann. Halt nicht schön, wenn einer. Sieht ein bisschen schwierig in der Halbhöhe aus, aber was soll's. Ja. Ich höre wieder was, wir haben Gegner. Ja, haben wir. Spinnen.
Unter anderem. Okay. Ja, eine Kreischerin, ne? Ja, bitte hier reinlaufen. Ja, super. Ja, die Spikes machen ihre Arbeit, ne? Das hört man ja ganz eindrucksvoll, sag ich mal. Nee, das dauert schon immer. Ja, will ich hier. Achso, wann kannst du ihm ein paar mitgeben, bitte? Kannst du Robert mal ein paar mitgeben? Dann muss ich das machen, ich machen. Das wäre ganz gut. Wir haben noch keinen Spider-Schutz, fällt mir ein. Ja, die hat jetzt entweder gut gestanden oder es hat ihr nicht so viel ausgemacht, wie sie erhofft hat. Ja, deine Mondaufnahmen waren richtig cool. Das muss ich auch sagen. Wir müssen die Mauer halt noch 1-2 höher ziehen und dann einen Spider-Schutz dran machen. Da werde ich auch nicht wieder von diesen Säcken niedergemäht. Kommen denn da immer so viele Spinnen dann? Ja, oder? Es sind bereits weitere hier. Ich meine, weil Spider zu. Du hast aber auch immer Pech, ne, oder? Schon wieder? Ja, schon wieder anscheinend. Die ist irgendwie richtig stressig, die Frau, ne? Kann das sein? Okay, wollen wir mal was gucken eben kurz. Achso, hätte ich auch da machen können. Ich weiß nicht, den. Es glaubt oder nicht, die ja. Zeit ist schon wieder um. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, okay, dann machen wir das so. Das passt. Jo, ist es, genau. Was machen wir denn da? Müssen wir uns schon wieder verabschieden, was? Ja, geht nicht anders. Nee, naja. Okay, dann auf zum nächsten Mal. Au, verdammt, die Schmiede ist ja. Die hat kein. Die hat gar kein Holz mehr. Blocks Eis. Ja, aber inzwischen halt wächst genügend Baumzeug um uns rum an. Ja, ich mach gerade nochmal Woodlocks, aber er hat halt kein Brennmaterial mehr in der Schmiede oben. Dann den Kohle kann ja auch nichts passieren, sag ich mal. Turn on. Und ich hole das Melted Iron nochmal raus. Alles klar. Ja gut, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, oder? Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.